Bei der Weihnachtswanderung in Goldegg kann man die Weihnachtszeit in einer besonderen und ursprünglichen Art und Weise erleben. Und das schon seit vielen Jahren. Ja, eigentlich ist heuer zum 20. Mal. Und im Jahr 2018 haben wir die Veranstaltung völlig neu aufgestellt. Wir haben einen Verein gegründet, der Verein Einklang Goldegg. Und wir haben uns von Walter Müller eine Geschichte schreiben lassen, von der Goldegger Heiligen Nacht. Der Walter Müller wird uns selber das erzählen, wie schön das die Geschichte ist. Und alle drei Jahre wird diese Geschichte aufgeführt und eben heuer auch wieder. Und das ist in diesem Jahr das Besondere. So lacht kein Wesen auf dieser Erde. Nehmt eure schwachsinnigen Masken ab und geht nach Haus. Eure Eltern warten schon. Walter Müller ist ein österreichischer Schriftsteller, der Romane, Erzählungen, Theaterstücke und Hörspiele schreibt. Die Idee zur Geschichte der Goldegger Heiligen Nacht kam ihm bei einer Wanderung. Ja, es geht um einen Mann, einen sehr reichen Mann, aber sehr hartherzigen, der über seinen Reichtum und über dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr ganz auf sein Herz und auf die Menschlichkeit vergessen hat und der sich zu Weihnachten einfach nur entfernen will von den Menschen, von daheim, in ein Schneegestöber, das heißt in einen Schneesturm gerät, völlig versinkt und dann in der Nacht nicht mehr weiter weiß, bis ihn Stimmen führen, die er nicht erkennen kann, wer das ist. Er kommt also in Berührung mit den Mächten der Rauhnächte, mit der Frau Percht und so weiter. Und er ist immer noch dieser hartherzige Mensch und kommt dann durch verschiedene Stationen drauf, was er in seinem Leben alles bisher falsch gemacht hat. Stimmungsvoll und mit Fackeln ausgeleuchtet wird an 7 Stationen die Geschichte der Goldegger Heiligen Nacht erzählt. In der Stille der Nacht erklingen von Sängern und Musikanten weihnachtliche Lieder und Weisen. Also die Goldegger Heilige Nacht ist eine sehr besinnliche, traditionelle und bodenständige Veranstaltung im Rahmen des Goldegger Advents. Und da kann man halt viel Tradition bestaunen. Man hat die Berchten, man hat Sänger, man hat Musikanten, man hat ein Hirtenspiel, man hat also da wirklich sehr breit gefächert das Programm aufgestellt und das auf sehr einfache und besinnliche Art und Weise. Und das, glaube ich, ist eben das Besondere an der Goldegger Heiligen Nacht. Dann antwortete er, selbst herrlich, wie er geworden war, was aus mir geworden ist, ein Millionär. Ja, und ihr, undankbare Wesen, ihr seid die Kinder eines Millionärs, vergesst das nicht. Du weißt ja nicht, was du redest, rief der Sohn. Halt du bloß den Mund! Es gibt heuer noch einmal die Chance am Stefanitag, am 26. Dezember ab 16 Uhr. Und da kann man diese Wanderung machen, die kann man allein machen, die kann man mit der Familie machen, die kann man mit der Gruppe machen. Und ja, es ist schon Weihnachtsstimmung, die man da hautnah erleben kann. Und ich kann nur jedem empfehlen, das einmal zu machen. Vielen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen können. Ich denke, so wird es gewesen sein. Und wenn nicht, es gibt ja wieder einmal eine heilige Nacht, Freunde. Gesegnete Weihnachten Ihnen, euch allen.